Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil der Alpha 3.2 Einsteigerreihe. Heute kommt heute fangen quasi dann die etwas kürzeren, kleineren Videos an, wo ich die einzelnen Punkte gerne wirklich auch in einem einzelnen Video abschließen will oder erklären will, weil das vorherige war ja doch ein bisschen länger, weil ich da ein bisschen über die allgemeinen Dinge so gesprochen habe. So, wir gucken uns heute an Game Packages und welches Schiff, ja, welchen Sinn machen die Schiffe vielleicht und wie teuer sind die, wo kann man vielleicht was sparen. So, nochmal der Hinweis an der Stelle, ich kann es nicht oft genug sagen, weil es wird immer wieder vergessen. Denkt dran, wenn ihr euch einen Account erstellt, dann könnt ihr irgendwo oben Referral Code eingeben, dann einfach bei mir unten in der Beschreibung den Code eingeben und dann bekommt ihr die 5000 extra Geld. Das ist, wie gesagt, es ist nicht allzu viel, aber es hilft, zumal sie haben ja jetzt umgestellt, dass man quasi mit dem Geld, was man hat, startet. Ich weiß nicht, ob die 5000 da eingerechnet sind, nagelt mich da bitte nicht drauf fest, aber normalerweise müssten sie eingerechnet werden. Bei mir wären sie es zumindest, wenn ich es richtig gesehen habe. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr seid auf der Homepage, ihr wollt das Spiel holen, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Dann drückt ihr hier oben auf Pledge Store, beziehungsweise ich weiß nicht, es kann sein, dass ihr noch mal eine andere Übersicht bekommt, Fly Now oder sowas, genau hier, Fly Now. Diese Übersicht, die könnt ihr getrost ignorieren, die ist kacke. Weil hier habt ihr nur zwei Game Packages, die nichtssagend sind. Und deswegen gehen wir mal hier oben auf den Pledge Store. Da habt ihr nämlich alle. Also, Pledge Store anklicken, ein bisschen runterscrollen und dann habt ihr hier den Punkt Game Packages. So, und da seht ihr schon, da sind deutlich mehr Game Packages und ich habe noch was für euch gebastelt. Und zwar eine kleine Preisübersicht. Wichtig, die Game Packages sind untereinander relativ vom Preis her gebalanced, aber einige, die fallen so ein bisschen aus der, ja, aus dem Normalfall raus. Ich zeige es euch einfach mal. Ich packe euch das mal, Moment. Zack. Ich entschuldige mich dafür, dass unten irgendwie die Leiste da falsch ist. Ich kriege das gerade nicht hin. Ist egal. Ich habe jetzt mal hier die normalen Game Packages alle aufgezählt. Also von Mustang Alpha bis zur Constellation runter. Ne? Mal kurz zurückschalten, dann seht ihr hier Mustang Alpha, Aurora MR hier, ne? Avenger Stalker, Reliant Core, Cutlass Black, Hornet, Freelancer und Constellation Andromeda. Alle anderen Game Packages, die es noch so gibt, die ignoriere ich jetzt mal, denn das sind immer, ja, teilweise Multi-Geschichten, da sind mehrere Sachen drin, die sind uns jetzt erstmal egal. Also, gehen wir mal kurz in meine Übersicht rein, weil ich habe euch letzte Folge ja gesagt, dass das beste Package das Mustang Alpha Package ist und das stimmt auch, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Pass auf, das Mustang Alpha Package, die Preise hier, wir haben jetzt hier den Package-Preis, wir haben hier den Schiffswert und wenn man davon die Differenz bildet, dann seht ihr hier den Game-Preis. Das heißt, diese Reihe zeigt euch an, wie viel ihr wirklich für das Spiel an sich bezahlt, beziehungsweise für das, was noch in dem Package drin ist. Das ist ja noch teilweise noch ein bisschen Startgeld und so weiter. Da seht ihr hier, ne, was da alles in dem Package drin ist. Ich hoffe, man sieht die Maus. So, dann habe ich hier eine Spalte gemacht, Upgrade-Preis. Und zwar mit der Logik, in der Annahme, ihr kauft euch das Mustang Alpha Package, wie viel müsst ihr dann zusätzlich bezahlen, wenn ihr upgraden wollt auf eins dieser Schiffe? Die Aurora MR hier ist nur der Vollständigkeit halber drin, das ignorieren wir einfach mal, deswegen habe ich es auch rot markiert, weil ihr könnt nicht von der Mustang Alpha auf die Aurora upgraden. So, ne? Logischerweise. Und dann habt ihr hier hinten den Gesamtpreis. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen, ich kaufe direkt das Package zum Beispiel von der Reliant Core, denn da zahle ich 85, oder ich kaufe das Mustang Alpha Package und grade dann die Mustang Alpha zur Reliant Core ab, dann zahle ich nämlich nur 80 und spare mir, hier hinten ab der Ersparnis, entsprechend 5 Euro. Wichtig, ihr gradet immer nur das Schiff ab, nicht das Package. Das heißt, das, was im Package drin ist, das bleibt so, wie es ist. Und deswegen habe ich das extra nochmal hinzugefügt, denn nehmen wir mal an, ihr nehmt jetzt euer Mustang Alpha Package und gradet das ab, dann habt ihr 1000 Startgeld, 3 Monate Versicherung und ein Selfland Hangar. Wenn ihr das Reliant-Paket aber direkt kauft, habt ihr auch einen Selfland-Hangar, auch 1000 UEC Startgeld, aber 6 Monate Versicherung. Warum das so ist, kann ich euch nicht erklären, weil bei der Avenger Stalker zum Beispiel habt ihr letztlich keinen Preisunterschied zwischen ich kaufe das Package direkt und, oder ich grade dann einfach ab. Ihr habt dann einen besseren Hangar, ihr habt mehr Startgeld und 6 Monate Versicherung. Also, wenn ihr die die Reliant Core habt, ja, dann wäre es wahrscheinlich das Sinnvollste, ihr kauft euch das Avenger Stalker Package und gradet das dann zu Reliant Core ab. Weil dann zahlt ihr nämlich quasi
insgesamt nur 80 Dollar. Das ist alles in Dollar, ne? 80 Dollar. Habt aber die Boni von dem Avenger Stalker Package. Das ist alles ein bisschen verwirrend, deswegen ich blende es euch mal so ein. Dann könnt ihr euch das genau angucken, in welchem Package ist was genau drin und bei welchem Package zahlt ihr quasi was obendrauf. So. Das beste Package von den Inhalten her ist das Constellation Package, ist auch das teuerste. Da habt ihr den krassesten Hangar, 10.000 Startgeld, 6 Monate Versicherung und ihr habt noch eine ganze Menge Ingame-Goodies. Ein Aquarium, ein Haufen Fische, eine Workbench, ein Greycat, da ist eine ganze Menge Kram drin. Aber ihr zahlt auch 35 Dollar mehr, als wenn ihr jetzt das Mustang Alpha Package kauft und das auf die Constellation upgradet. Ne? Also das sollte man da berücksichtigen. Bei der Freelancer zum Beispiel zahlt ihr unterm Strich genau das gleiche, ihr habt aber trotzdem mehr Ingame-Goodies. Also überlegt euch, was ihr euch holen wollt. Wichtig, das ist alles, wie gesagt, in Dollar und obendrauf kommen natürlich noch die 19% Mehrwertsteuer, wenn ihr das mit echt Geld kauft. Kurz mal husten, Moment. So, jetzt wisst ihr auch, was meine Mute-Taste ist, nämlich die Minus-Taste. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz zurück in den Firefox. Denn ihr kauft euch hier so ein Game-Package und was halt wichtig ist, das, was ich euch gezeigt habe, ist immer die Variante ohne Squadron 42. Aber wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will jetzt zum Beispiel das Avenger Stalker Package haben, nur mal rein theoretisch, könnt ihr das hier in den Einkaufswagen legen. So. Huch. Warte mal, ich lösche noch mal kurz. Ich bin mir jetzt nämlich nicht sicher, ob das funktioniert hier. Ich will es mal kurz testen. Game Packages, da. So, wir nehmen jetzt das Avenger Stalker Package und hier ist nicht Squadron 42 dabei, ne? Das ist nicht integriert. Das nehme ich jetzt mal in den Einkaufswagen. Jetzt muss ich hier mal gucken, Checkout. Ja, jetzt soll ich mich hier anmelden. Wenn ihr euch da anmeldet, wie gesagt, Account erstellen, dann kommt ihr am Ende, ich kann es euch leider nicht zeigen, weil ich habe das ja alles schon, dann gibt es hier die Möglichkeit, das müsste dann hier bei Place Order kommen, für 20 oder für 25 Dollar extra das Squadron 42 mit rein zu buchen. Das heißt, ihr kriegt auch in jedem normalen Package, wo Squadron 42 nicht dabei ist, das Squadron 42 mit rein für den normalen Aufpreis. Ne, weil der normale Aufpreis ist jetzt ja hier an dem Beispiel 53,55 ohne, 77,35 mit Squadron 42, also für 25 Dollar. Das heißt, es ist egal, ob das Squadron 42 mit dabei ist. Wenn ihr euch jetzt hier so ein besseres Package kaufen wollt gleich, weiß ich ja nicht, ihr könnt es euch einfach mit reinpacken. Das kommt halt, wie gesagt, hier irgendwo, während ihr das Ganze dann kauft. Entschuldigung. So, das ist auch nochmal ganz, 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 ganz wichtig, denn ihr könnt das nachträglich ansonsten nicht mehr bekommen. Das müsst ihr so machen. So, das wollte ich auf jeden Fall mal gezeigt haben. Ansonsten, ihr seht dann hier oben, wenn ihr auf Account geht, ich bin jetzt hier, wie gesagt, jetzt nicht eingeloggt, loggt euch ein, habt ihr oben den Bereich Hangar, dort seht ihr euer Package, alles was da drin ist, dort könnt ihr auch Upgrades machen und so weiter, da müsst ihr euch mal in Ruhe durchgucken und wer schon im Vorhinein wissen will, was kann ich so für Upgrades machen, der kann hier im Pledge Store auf die Ship Upgrades gehen und kann sich schon mal ein bisschen vorab informieren, was da so möglich ist. Ah, gucke an, da sind wir sogar direkt hier in dieser Übersicht. So sieht die Ship Upgrade Übersicht aus, perfekt. Und da könnt ihr jetzt hier entsprechend eure Schiffe auswählen, die ihr habt. Also nehmen wir mal jetzt zum Beispiel an, nur mal rein theoretisch, ihr habt jetzt das Avenger Stalker Package. Warte mal. Mal ganz kurz hier raussuchen. Avenger. Ich sehe sie gar nicht. Da. Avenger Stalker, ne? Die kostet 60 Dollar. Und ihr wollt jetzt upgraden zur Reliant Core zum Beispiel. Dann zahlt ihr lediglich die Differenz, in dem Fall 5,95 Dollar, also das ist dann mit Steuer, beziehungsweise 5 Dollar ohne Steuer. Ne? So, das heißt mit anderen Worten, wenn ihr euch theoretisch entscheidet, ich würde gerne die Reliant Core haben, dann kauft euch auf keinen Fall das Reliant Core Starter Package, das ist totaler Mist. Denn ihr zahlt hier quasi 90 Dollar, das ist jetzt ja alles mit Steuer. Es hat für die Avenger Stalker im Package 90 Dollar, für die Reliant Core im Package 100, ja wir runden mal ab, 100 Dollar. Das heißt, ihr zahlt 10 Dollar mehr, obwohl das Schiff ja nur 5 Dollar mehr kosten würde. Und darüber hinaus habt ihr deutlich schlechteren Ingame-Goodies. Wie gesagt, nochmal ganz kurz Übersicht, 6 Monate Versicherung, das ist bei beiden gleich, aber nur 1000 Tacken Startgeld und ein Selfland-Hangar, während ihr bei der Avenger Stalker habt ihr
2000 Tacken, also doppelt so viel. Und ihr habt den Aeroview Hangar, das ist einfach ein bisschen hübscher und noch ein bisschen anderes. Wobei, diese Digital Star Map hier und den Game Soundtrack, das haben wir, glaube ich, alle. Also das ist, darauf würde ich mich jetzt mal nicht verlassen, dass das fehlen würde oder so. Ja, deswegen, wenn ihr also die Reline Core haben wollt oder so, dann kauft euch das Avenger Stalker Package und gradet die Avenger ab zu Reline Core. Das macht einfach mehr Sinn. Ne? Das muss man halt einfach mal im Hinterkopf haben. Guckt das euch ordentlich an, nicht, dass ihr da irgendwelche Fehler macht, aber im Grunde genommen kann man das, also könnt ihr hier diese Tabelle verwenden. Das sollte eigentlich genug aussagen. Ne? So. Noch irgendwas anderes Wichtiges? Warte mal ganz kurz, ich will mal ganz kurz auf die Homepage nochmal schauen. Irgendwas habe ich nämlich noch vergessen. Ach so. Ja, Multicrew und Single Crew würde ich gerne ins nächste Video verschieben. Da würde ich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, worum es sich dann handelt. Wenn ihr euch hier oben auf die Schiffe geht, ja, Ships. Und jetzt nehmen wir mal hier zum Beispiel die wir nehmen jetzt die Reliant. Beispiel. Und ihr klickt die an, dann könnt ihr hier sehen, aha, Und wenn ihr runter scrollt, hier in diesem Bereich und geht auf Spezifikationen, dann seht ihr hier Min Crew 1, Max Crew 2. Wenn hier jetzt irgendwas mit Min Crew 2 steht, bedeutet das nicht, dass ihr das Schiff nicht auch alleine spielen könnt. Es gehen im Prinzip alle Schiffe gehen auch allein. Vielleicht nicht perfekt, weil, ne, wenn du einen Geschützturm hast und selber fliegen musst, dann kannst du halt nicht den Geschützturm bedienen. Aber es geht trotzdem auch allein. Also müsst euch, also nicht abgeschreckt sein. Ihr habt das zum Beispiel, glaube ich, bei der Cutlass. Warte mal, ich will nicht lügen. Cutlass Black zum Beispiel. Ich glaube, da steht nämlich Min Crew 2. Mal kurz mal schauen. Genau, hier steht Min Crew 2, Max Crew 2. Das liegt aber nur daran, dass CRG sagt, Min Crew 2 bezieht sich ja auf den Geschützturm. Ne? Also wir haben einen Piloten und einen am Geschütz. Aber ihr könnt das auch alleine machen. Der Geschützturm ist zwar ganz geil, da könnt ihr aber auch später einfach einen NPC reinsetzen. Ne? Also davon nicht verunsichern lassen, das ist an sich erstmal kein Problem. Problematisch wird es nur bei richtig großen Schiffen, zum Beispiel bei einer Idris. Wobei selbst die soll wohl angeblich noch alleine plus NPCs gehen. Aber da seht ihr hier, ist auch deutlich höhere Zahlen. Da habt ihr hier, glaube ich, Min Crew 8 Leute. Ne? Also quasi 7 NPCs plus du, das sollte funktionieren. Wenn auch nicht perfekt, aber eben, also erst bei diesen großen Zahlen wird es dann relevant, dass man vielleicht mit anderen Leuten zusammenspielt. Ne? So, ansonsten über Multicrew und Single-Player quasi reden wir nächste Folge nochmal. Das will ich jetzt hier nicht noch reinwurschteln. Ich würde sagen, das soll uns eigentlich mal so reichen, wenn ihr Fragen habt zu den Game-Packages oder nochmal irgendwie. Ihr könnt auch hier unten, for additional game and ship packages, please contact us, contact us directly, egal, also ihr könnt hier quasi direkt ein Ticket schreiben und nachfragen, ob ihr ein anderes Package bekommen könnt. Da könnt ihr fragen, hallo, könnte ich bitte, was weiß ich, ich würde gerne die Avenger Titan haben in einem Game Package, wäre das denn möglich? So, das würde ich zum Beispiel empfehlen, könnt dann mal ganz, ganz lieb nachfragen, ob ihr anstatt der Stalker quasi die Titan in einem Game Package bekommen könnt. Dann machen die euch ein entsprechendes Angebot. Das soll dann ein bisschen weniger kosten als die Stalker, ungefähr, ich glaube, 10 weniger oder so. Aber da könnt ihr halt nachfragen, wenn ihr sowas haben wollt, ne? Gut, das soll uns reichen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished I would rain.